Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Dave the Diver. Und wenn mir nicht wieder irgendeine andere Mini-Quest oder irgendwas dazwischen funkt, dann möchte ich mich heute um den Übersetzer für das Seevolk kümmern. Mal gucken, ob wir hier alles in einer Runde zusammenbekommen. Ich glaube, Quallen für das Quallenfest habe ich jetzt genug, sodass ich jetzt hier tatsächlich mal wieder den Dreifach-Axel mitnehme. Um mich im Fall der Fälle verteidigen zu können. Ich hoffe, es verlangt im ganzen Spiel kein Gast mehr, dass ich irgendeinen Haifisch oder sowas fange oder so einen Schwertfisch. Ich habe ein leichtes Schwertfischtrauma hier. Na, es ist wieder irgendwas. Oh! Ach du liebe Zeit. Wow, das ist ein Buckelwal. Soweit ich weiß, Kelpfresser lässt Menschen normalerweise in Ruhe, obwohl er mich im Ganzen verschlucken könnte. Und würde es vielleicht nicht mal merken. Okay, ein Buckelwal. Er ist so groß, dass das blaue Loch gegen ihn klein wirkt. Wow. Kann ich mitschwimmen? Cool. Eine freundliche Begegnung bis jetzt. So, wo musste ich denn runter? Für diese Steintafel des Seevolkes. Ich meine, hier sind wir ungefähr richtig. Ja, es gibt keine Karte bei Dave the Diver, also da muss ich den Spaß schon merken. Ich meine, hier runter wäre... Oh, da oben sind noch Algen, die möchte ich gerne mitnehmen. Oh, da liegt noch Glitzerzeug. Möchte ich auch mitnehmen. Da muss ja irgendwann mal eine ganze Frachterkolonne untergegangen sein, oder? Mit diesen silbernen Schüsseln. Wieder Quallen einsammeln. Es erinnert mich irgendwie so ein bisschen ganz entfernt. Ich weiß, kann man gar nicht vergleichen. Es gab doch auch mal so ein Spiel mit so einer Taucherfigur fürs Atari VCS 2600. Wer sich da noch erinnern kann, lass es mich doch gerne wissen. Ist das so eine Moräne? Da ist ein Hai. Das ist doch so eine Moräne, oder? Ich komme aktuell nur nicht dran. Jetzt wirst du noch aufmerksam. Keine Chance, an dich ranzukommen, oder? Nee. Ich wüsste nicht, wie. Ist das Amethyst? Eigentlich sind wir doch noch nicht tief genug dafür. Ist es auch nicht. Hä? Ach, habe ich mich an so einem... Aha, weil ich es nicht gesehen habe. An so einem Fritz Willi hier verletzt. So, hi, lass mich bitte in Ruhe. Du dumme nix, tue ich dir auch nichts. Zumindest heute nicht. Bin ich hier richtig? Nö. Bin hier natürlich nicht richtig.
Wird schon. Ich hatte das Gefühl, dass ich hier richtig bin. Oder war die. War das hier mit dieser Kartenkammer? Oder vertue ich mich völlig? Na, jetzt sind wir schon sehr tief. Doch. Was hier diese Steintafel ist. Linkskontrolle, warte mal. Jetzt habe ich doch dieses Armband mit dem kurzzeitig schneller schwimmen. Dabei. Das wollte ich gar nicht. Ist denn hier überhaupt diese Steintafel? Jawohl. Steinplatte des Seevolks, auf der was in der Sprache geschrieben steht. Okay. Ja, damit. Ich habe einen Bauteil des Übersetzers gefunden. Jetzt fehlen nur noch Amethysterz und ein Intercom-Mikrofon. Wo hat er gesagt, dass das Mikrofon unterhalb des Schiffswrackes oder in den Kalksteinhöhlen? Der Boost ist wirklich extremst kurz, den man hier hat. Der kann einen natürlich mal den Popo retten, je nachdem, was man für einen Gegner vor sich hat. Aber noch ein zusätzlicher Knopf, wo der alte Mann am Monitor sich dran erinnern muss. Und ja, ihr wisst ja, wie das so ist, ne, bei mir, wenn ihr vielleicht schon das ein oder andere Video hier gesehen habt. So, mal gucken, ob wir den Tauchgang hier noch passend ausdehnen können. Ich muss auf jeden Fall irgendwie nach links rüber. Okay, noch weiter runter war es nicht. Munition brauche ich gerade keine. Gewesen sein. Was ist das? Boxhandschuhe? Nee. Danke. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Gut, wenigstens kann man den diesen Fischen einigermaßen aus dem Weg gehen. Also ich glaube nicht, dass es hier drin war, aber wo war das Wrack? Harpunenspitze Level 2, okay. So, wo geht's hier hin? So viele Locations auch haben, wäre vielleicht eine Schnellreisefunktion auch nicht schlecht. Gut, kann man sehen, wie man will. So, da so Muscheln. So, jetzt bin ich schon wieder in Untiefen. Hier kann das eigentlich nicht sein mit dem Wrack. So, Lampe habe ich noch keine. Hier ist bestimmt wieder einer drin. Was ist da unten? Wow, was bist du denn für einer? Kann ich dich denn fangen? Nee. Das geht nicht so einfach. Hier ist die Taschenlampe. Du greifst mich nur an. Wenn du mich in Sichtlinie nach oben hast, oder? Nee, er macht doch so. Okay, das war schon wieder alles nicht so gut.
Qual von wegen Sauerstoff. Ich habe auch gesehen, dass ich hier irgendwie in einer der letzten Folgen was übersehen habe. Nämlich, da bin ich gestorben, obwohl es hier einen Transporter gegeben hätte. Irgendwo. Ich weiß aber nicht, ob es die Stelle hier wirklich gewesen ist. Oder eine andere. Und die sind halt auch schon garstige Wesen teilweise unterwegs. Und ich loote noch mal ein bisschen. Aber im Grunde möchte ich lieber hier weg. Nee. Was ist das denn für ein Ding? Ein Granatwerfer. Ich nehme die mal mit. Ups, das Technikgeschwader ist mir gerade so rausgeschossen. Ein Mehrverschussgranatenwerfer. Ich habe die nur deswegen genommen, wegen möglicherweise Bauplan oder so. Und hier ist der Amethyst. Wieso kann ich hier nicht abbauen? Was? Dafür bräuchte ich ein anderes Grabewerkzeug, was ich nicht habe. Oder was? Luft wird knapp. Was? Da, wow, ein riesen Riemenfisch. Wenn ich ein Foto mit dem blauen Plankton daneben aufnehme, wird das bestimmt ein hübsches Bild. Wusste mir doch nichts, oder? Misserfolg. Ich habe doch hier hoffentlich unendlich Zeit, oder? Da kommt der Riemenfisch. Herzchen. So, was ist da drin? Passendes Werkzeug. Oh ja. Manche Mineralien können nur mit einer Spitzhacke abgebaut werden. Beschaffe dir mit deiner Spitzhacke wertvolle Materialien und werte deine Waffen auf. Okay, jetzt fehlt mir für die Fertigstellung des Seevolk-Übersetzers nur noch ein Intercom-Mikrofon. So, aber vor allen Dingen muss ich zusehen, dass ich hier wegkomme. Doch weiter nach links will ich eigentlich auch nicht. Da kommen nämlich garstige Viecher. So, wie sieht's mit nach oben aus? Ich weiß, dass die Luft knapp wird. Nein, da möchte ich nicht lang. So, ich habe noch ein bisschen Notfallsauerstoff jetzt gerade genommen. So, und jetzt genau hingucken. So, das können wir wieder mitnehmen. Geeigneter Stelle ein bisschen schneller zu schwimmen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Da möchte ich nicht durch. Was ist das für ein Fisch? Besser nicht verrückt machen. Bescheuerte Granatwaffe, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Das sind ja so hier Britzelfische.
Hier geht's wieder durch. Warte, warte, warte. Uiuiuiui. Boah, bitte lassen Sie mich durch. Ich bin Taucher. Also der Granatwerfer, weiß ich noch nicht, ob mir der gefällt. Kann man damit gut Haie angeln? Keine Ahnung. Alles klar. Hiermit wird es gleich nach oben gehen. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, weil der Sauerstoff gut aufgefüllt ist, mich hier noch ein bisschen umzugucken. Brauchen wir nicht. So, da geht es gleich weg. Haben wir noch ein paar Fische? Kann man nicht überhaupt angeln? Nee. Gar nicht, warum ich den so schwer kriege, diesen kleinen Fisch. Ja, dich kriege ich ja nicht, obwohl. Ha, gibt's gar nicht. Jo, mit dem Granatwerfer. Ein Himmelsgucker. Aber damit würde ich dann wahrscheinlich auch nur Moräne kriegen mit dem Granatwerfer. So eine aus der Wand, wenn das denn eine ist. Ohne nachts tauchen zu gehen, hätte ich persönlich nichts dagegen. Na komm. Kommen Sie. So, dann würde ich sagen, so, das noch mitnehmen und dann flugs aufgetaucht, bevor mir noch was passiert. Hast du dir so gedacht, ne? Schmieden. Was sagt man das jetzt? Udo. Ah ja, ich habe ja ein Foto gemacht. Oh, du hast ja ein Foto von etwas mitgebracht. Kann ich mal sehen? Das ist ein riesen Riemenfisch. Ja. In der Antike galt er als Gottheit. Er ist wirklich groß, fantastisch. Ich werde ein Foto an prominenter Stelle platzieren. Unseren Lesern wird es bestimmt gefallen. 150 Gold für das Foto. Kann sich sehen lassen. Es gibt hier mehrere Fotopunkte, also werde ich dich wahrscheinlich wieder um Hilfe bitten. So, schließe den Tag ab. Es ist Abend. Ich kann einmal pro Nacht tauchen, dadurch wird ein Drittel der abendlichen Arbeitszeit verbraucht. Eigentlich möchte ich lieber überhaupt nicht nachts tauchen. Ich werde das aber tatsächlich einmal machen und nach dieser Moräne suchen. Ich denke, dieser lauthalse Gast wird ja nicht verschwinden, bevor wir ihm nicht den Moränen-Curry oder was er da haben wollte, serviert haben. Und ja, diese Nachttauchaktion, die wagen wir dann aber erst in der
nächsten Folge. Schaltet da gerne wieder ein und bis hier vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.